ich euch hier irgendwo reingesteckt? So, moin Leute, und damit herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu endlich wieder einem super sahnig cremigen Video. Heute wieder mit einem spontan Real Talk. Du bleibst da schön stehen, du LKW. Alter, wäre der noch umgefahren. Jedenfalls, um den LKW jetzt soll es nicht gehen, sondern eine kurze Real Talk-Real Life Story, sage ich mal. Ich bin gerade auf dem Weg vom Training nach Hause und ja, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus will, damit ihr versteht, was ich sage. Von meinen Schwiegereltern, der Hase liegt im Sterben. Ich weiß, man denkt sich jetzt vielleicht, hä, Mann, ist da nur ein Hase oder keine Ahnung was. Aber egal, ob es ein Hase, selbst wenn es nur eine Eintagsfliege ist, weißt du, wie ich meine? Der ist 12 Jahre alt und der schläft jetzt wahrscheinlich heute die Nacht ein. Und jetzt gerade so nach dem Training, auf dem Weg nach Hause, am Ende des Tages, egal ob es ein Tier ist, egal ob es ein Mensch ist, man weiß nie, wann die Stunde des Lebens, sage ich mal, geschlagen hat. Wenn es vorbei ist so. Und für die Leute, die gerade vielleicht Ähnliches durchmachen, ob es ein Angehöriger ist, egal, was auch immer, eine Person oder ein Tier gegangen ist, welche euch viel bedeutet hat, man sollte immer unendlich dankbar sein für die Zeit, die man zusammen hatte. Immer schön das Fenster auflassen, damit die Seele ins nächste Abenteuer kann. Und das Leben wäre nicht so schön und so kostbar ohne den Tod. Wisst ihr, wie ich meine? Alles gehört irgendwie zusammen. Alles dreht sich irgendwie im Kreis. Deshalb macht euch da nicht kaputt, wenn gewisse Sachen sind. Ich weiß, es ist immer leichter gesagt als getan. Aber trotz dessen sollte man immer das Positive und das Kostbare am Leben sehen und für die Zeit dankbar sein, die man zusammen hat. Und jetzt gerade, was ich auch noch sagen wollte, passend zu dem Thema halt, eigentlich traurig, dass man erst so ein Thema haben muss, um erstmal wieder geerdet zu werden. Du bleibst auch schön stehen. Eigentlich traurig, dass man so ein Thema haben muss, um erstmal wieder geerdet zu sein. Aber guck mal, ich brauch's euch nicht erzählen. Euch geht's da genauso wie mir. Man hat das Alltagsleben, man hat viel Stress, man hat auch viele Träume, mit die man irgendwie in der Zeit, in der man lebt, verwirklichen möchte. Das ist auch toll, das soll auch so sein. Jeder soll das, was einem irgendwie Gott, Universum gegeben, wem auch immer, von wem auch immer gegeben ist, soll man in der Welt verwirklichen. Aber ich glaube, manchmal ist es auch wichtig, im Leben einfach einen Schritt zurück zu machen. Einen Schritt zurück, das Leben so zu betrachten, so wundervoll und schön, wie es ist. Ey, wenn man sich nur auf der Wiese liegt und legt und schaut, wie die Wolken ziehen, wie man es als Kind gemacht hat. Wir leben heute so schnell. Fast Food, das Essen muss schnell sein, das Leben muss schnell sein, der Sex muss schnell sein. Im besten Falle ist er das nicht, aber ihr wisst ja, was ich meine. Einfach mal einen Schritt zurück und die Sachen wirklich einfach genießen. Ich merke es bei mir selber. Na klar, unabhängig davon, ob jetzt länger keine Videos kamen, Erklärungsvideo zu dem Zeitpunkt ist ja schon lange online. Aber es ist einfach so, man hat viele Träume, die man verwirklichen will, das Alltagsleben. Und manchmal, ey, guck mal, Chat wahrscheinlich, aber guck mal, Leute, ich bin auch Familienpapa. Die Zeit rast so schnell, ich sehe es bei meiner Tochter, es ist unnormal. So schnell kannst du die Zeit einfach, du kannst die Zeit, egal wie doll du es willst, du kannst die Zeit einfach nicht festhalten, egal wie stark du bist. Deshalb soll man jeden Moment genießen. Ich weiß gar nicht, wer das war, ob es irgendein Mönch war oder wer auch immer. Wenn man isst, soll man essen. Wenn man schläft, soll man schlafen. Wenn man träumt, soll man träumen. Und wenn man lebt, soll man leben. Also nicht immer mit dem Kopf woanders sein, sondern einfach dankbar dafür sein, was man hat. Ey, ich hoffe, der kleine Real Talk hat euch irgendwie gefallen. Die kleine Real Life Story hat euch irgendwie vielleicht ein bisschen abgeholt. So eine spontanen Videos, Vlogs in Anführungszeichen, finde ich super nice. Habt einen wundervollen Tag. Lasst eurer Familie, eurem besten Freund oder auch eurem Hasen nochmal ein extra Drückerchen da, denn man weiß nie, wann die Zeit gekommen ist. Denn ich werde jetzt genau dasselbe machen. Bin gerade bei meinen Eltern angekommen, hole noch den Kinderwagen ab. werde denen auch noch ein dickes Drückerchen da lassen und dann wieder nach Hause fahren. Deshalb, Leute, dicker Kuss. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst mir gerne eure Meinung dazu, wie ihr in solchen Fällen mit so einer Sache umgeht. Und damit würde ich sagen, dickes Küsschen. Und bis zum nächsten Video.